Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Winter Village. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wird das die letzte Folge Winter Village auf meinem Kanal für dieses Jahr sein, Leute. Und jetzt denken sich manche Leute, hä, ist das jetzt schon das Ende von Winter Village? Das sollte doch bis Ende Silvester gehen. Und ja, Leute, dem ist auch so, keine Angst. Nur werde ich das Ganze jetzt nicht mehr in Videoform bringen, da ich im Urlaub bin und das Projekt wird ja eh irgendwann am 9.1. oder so enden. Und ich bin bis zum 2.1. eh weg, von daher lohnt sich das Ganze jetzt nicht so sehr, wenn ich das Ganze noch in Videoform, ich muss ja eben gucken, dass ich nicht sterbe, wenn ich das Ganze hier in Videoform dann noch bringe, nachdem ich halt aus dem Urlaub gekommen bin, das lohnt sich nicht so sehr. Ich werde persönlich noch einige Streams machen, das heißt, ich nehme das Ganze hier am 23.12. auf und das Ganze wird irgendwann etwas später kommen. Und keine Angst, Leute, wenn ich am 2.1. wieder da bin, werde ich noch ein bis zwei Winter Village Streams machen und auch generell dazwischen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Video online kommt, weil ich das Ganze eben vorproduziere. Weil wenn ihr dieses Video seht, bin ich halt im Urlaub, Leute. Das müsst ihr wissen. Habe ich aber auch, glaube ich, im letzten Video dann schon gesagt. Und deswegen, ja, nehme ich das Ganze jetzt hier vorproduziert auf. Und Leute, es werden noch ein, zwei Streams auf jeden Fall kommen, wenn ich wieder aus dem Urlaub wieder da bin, ab dem 2.1. Ansonsten werdet ihr aber wahrscheinlich schon am 24.12. morgens den Stream gehabt haben und wahrscheinlich auch nochmal, vielleicht auch nochmal dann irgendwie am 25. oder so, ich weiß es nicht genau. Also ihr werdet auf jeden Fall noch ein, zwei Streams gehabt haben und es werden auch noch ein, zwei Streams gekommen sein. Deswegen, ja Leute, keine Angst, Winter Village wird nicht komplett auf meinem Kanal jetzt nach diesem Video enden, aber eben in Videoform. Warum, werde ich euch gleich erzählen. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Stadt. Genau, das Projekt ist ja am 1.12. angefangen und irgendwann wurden natürlich die YouTuber zum ersten Mal halt richtig inaktiv. Ich muss mal gucken, dass ich hier jetzt nicht gerade sterbe. Ich werde sehr wahrscheinlich sterben, Leute. Genau, jetzt bin ich gerade gestorben. RIP. Das ist irgendwie so ein bisschen bitter. Ich starte immer in der Nacht und dann sterbe ich immer. Ja, die YouTuber wurden natürlich dann spätestens nach ein paar Wochen wieder inaktiv. Was man natürlich nicht ändern kann, Leute. Weil man hat halt irgendwann das meiste gemacht. Und deswegen haben wir jetzt einige Fehler, die wir machen. Manche wurden auch schon von Anfang an inaktiv. Und deswegen haben wir jetzt einige Fehler, die wir dieses Jahr gehabt haben, werden wir dann nächstes Jahr verändern, Leute. Genau, ich habe es nämlich schon mal gerade gespoilert. Es wird nächstes Jahr wieder Winter Village geben, sehr wahrscheinlich. Und dann werden wir die Fehler, die wir gemacht haben, auf jeden Fall alle versuchen auszubessern und ein mega nasses Winter Village machen. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hier wurde übrigens ein bisschen Lava gesetzt. Das werden wir auch noch entfernen. Ja, also ihr könnt euch auf ein extrem nice Winter Village nächstes Jahr freuen. Und dieses Winter Village wird jetzt halt mit diesem Video zumindest enden. Aber, wie gesagt, ein, zwei Streams werden noch kommen und ich werde auch noch einen Abschlussstream machen. Und die Map wird es auch noch ab dem 8.1. oder ab dem 9.1. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wenn das Projekt halt schließt, wird das Ganze zum Download gehen. Das heißt, dann könnt ihr nochmal auf dieses Video zurückkommen. Dort wird die Map verlinkt sein. Ansonsten werde ich aber nochmal in einem extra Video das Ganze nochmal ansprechen und dann auch nochmal die Map darunter verlinken. Das heißt, ihr könnt sie euch nochmal downloaden. Unter diesem Video werde ich sehr wahrscheinlich keine Wildcard verlosen, Leute. Das lohnt sich einfach nicht. Allgemein muss ich mich auch noch dafür entschuldigen, dass ich viele der Wildcards in den Videos nicht verlost habe. Das tut mir mega leid. Ich hatte einfach ab und zu nicht die Zeit dazu. In den Streams habe ich das Ganze immer verlost. In den Videos war das immer so ein bisschen kritisch. Tut mir einfach extrem leid. Das wird im nächsten Jahr auch verändert werden oder verbessert werden. Allgemein, wie gesagt, wir haben einige Fehler gemacht. Trotzdem war es ein echt cooles Projekt, muss ich sagen. Dennoch, die Fehler, die wir dieses Jahr gemacht haben, die werden wir auf jeden Fall alle ausbessern, Leute. Das heißt, freut euch auf ein mega geiles Winter Village. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Und wie gesagt, dieses Jahr wird das Ganze halt, ja, eben jetzt mehr oder weniger in Videoform verändert werden. Ich werde auch nächstes Jahr versuchen, einige Roleplay-Folgen zu machen. Dieses Jahr habe ich es zeitlich nicht hinbekommen. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall extrem geil werden nächstes Jahr. Und generell wird es jetzt nach Winter Village eben ganz normal mit Minecraft PvP wieder weitergehen, wie ich es vorher gemacht habe. Ganz normal wird es aktiv Videos geben, das heißt, bleibt gerne aktiv am Start, Leute, und schreibt gerne eure Meinung zu Winter Village in die Kommentare. Ich fand, es war auf jeden Fall ein extrem geiles Projekt. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch in dem endgültigen Abschlussstream nochmal die letzten Worte zu verlieren. Vielleicht werde ich auch nochmal genau, wenn das Projekt schließen wird, wenn wir den Server offiziell stoppen, werde ich vielleicht auch nochmal dann zu dem Zeitpunkt streamen, um dann nochmal die letzten Worte zu Winter Village zu verlieren und euch dann offiziell auch den Link reinzuschicken von der Map. Das werde ich mir dann nochmal überlegen. Werden wir mal schauen, ob ich da nochmal streame. Aber wie gesagt, für Videos wird das Ganze jetzt erstmal beendet sein. Ein, zwei Streams jetzt noch geben. Ich kann es nicht oft genug sein. Nicht sagen, nicht, dass Leute denken, ja, jetzt wird Winter Village komplett beendet. Nein, ein paar Streams wird es noch davon geben. Und ihr könnt euch auf eine nice Download-Map freuen. Hier zum Beispiel sowas werden wir zum Beispiel dann natürlich abreißen, weil sowas natürlich nicht in eine Download-Map passt, wenn es einfach nur irgendwie ein Quadrat ist. Aber die ganz nicen Sachen, die werden wir hier auf jeden Fall alle stehen lassen. Und ihr habt auf jeden Fall eine nice Map zu erkunden dann, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen rumlaufen und euch das Ganze hier noch ein bisschen zeigen. Hier hat auf jeden Fall nochmal jemand was mega Nices gebaut. Ich muss sagen, hier haben auf jeden Fall viele Leute was richtig Cooles gebaut. Und wir werden natürlich, wie gesagt, einige Sachen von den Plugins her und so verbessern, sodass wir noch den User ein bisschen
bisschen mehr Freiheiten bieten, aber trotzdem noch ein sicheres Projekt nächstes Jahr auf die Beine stellen, sodass man nicht griefen kann. Also es war auf jeden Fall echt extrem cool, dass hier niemand irgendwie Scheiße gebaut hat. Klar, es gab viele Streitigkeiten und so, die werden wir dann auch nächstes Jahr versuchen, in Sachen von Plugins und so und in Sachen von strengen Regeln und so oder strengeren Regeln, werden wir dann versuchen, das Ganze natürlich zu lösen, sodass es nicht mehr auftritt und so, dass wir dann die Leute, die sich streiten, dementsprechend aus dem Projekt ausschließen. Das haben wir dieses Jahr, und darum haben wir uns dieses Jahr nicht so stark gekümmert, da werden wir unseren Fokus auf jeden Fall nächstes Jahr auch drauf legen. Das ist ein gemütliches und harmonisches, wenn man das so sagen kann, Weihnachtsprojekt wird, Leute. Ja, aber ich denke mal, es war dieses Jahr auch ein voller Erfolg und es hat auf jeden Fall den Effekt erzielt, den man wollte. Eine schöne Weihnachtsstimmung zusammen. Und nächstes Jahr die YouTuber, die daran teilnehmen, mit denen werde ich mich dann noch mehr auseinandersetzen, sodass ich wirklich weiß, dass die YouTuber aktiv sind und so. Und das haben wir dieses Jahr nicht so stark gemacht, aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit mehr meinen Fokus drauf legen. Aber darum müssen wir uns noch jetzt noch keine Gedanken machen. Ich kann euch nur sagen, dass es nächstes Jahr nochmal die Fehler, die es heute, die es dieses Jahr gab, nicht mehr geben wird nächstes Jahr. Da, so viel kann ich euch schon mal sagen. Dennoch war dieses Jahr ein cooles Projekt und man muss sich ja um die Sachen von nächstes Jahr jetzt erstmal noch keine Gedanken machen. Also mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger, müssen wir uns darum erstmal keine Gedanken machen. Und ja, ich fand es echt extrem geil, wie ihr das Projekt aufgenommen habt, weil es war eben kein PvP und dafür fand ich es echt extrem cool, dass es sich so viele Leute angeschaut haben. Und ja, Leute, wir sehen hier schon, hier haben echt extrem viele Leute noch was gebaut. Hier so eine nice Burg, hier noch so ein Eisturm. Muss ich sagen, echt extrem cool. Zum Schluss wurden die Leute halt inaktiv, deswegen werden wir das halt so auch so machen. Ich hatte schon eine Aufnahme versucht, deswegen entschuldige ich mich, falls ich das schon mal gesagt habe. Das nächste Winter Village wird sehr wahrscheinlich erst am 2. Advent oder so starten. Da das Ganze hier diesmal zu früh gestartet ist, weil nach spätestens 3-4 Wochen wird das Projekt halt auch langweilig. Deswegen werden wir das Projekt nächstes Jahr nicht länger als 4 Wochen als maximal laufen lassen. Da sonst zu viele Leute inaktiv werden, das haben wir dieses Jahr auch festgestellt. Aber die ersten paar Wochen waren auf jeden Fall auch schon mal mega geil und jetzt auch diese letzte Zeit wird, denke ich mal, noch mega cool werden. Und ja, ich muss sagen, echt mega geiles Projekt. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch wieder volle Kanne weitergehen. Echt richtig cool, muss ich sagen. Wir haben echt eine richtig nice Stadt aufgebaut. Und ja, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, vor dieser kleinen Folge Winter Village. Ich wollte euch einfach nur auf dem Laufenden halten, dass jetzt keine Videos mehr von Winter Village kommen werden. Nur noch ein paar Streams. Und ja, dann wird das Projekt irgendwie in den nächsten Tagen beendet werden. War auf jeden Fall eine echt extrem coole Zeit hier in Winter Village. Und ich freue mich auf nächstes Jahr und freut mich auf nice PvP-Videos in der nächsten Zeit. Bleibt gerne aktiv am Start, lasst gerne ein Like auf die Folge da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke schön fürs Zusehen und ciao, Leute. Bis dann.